Es gibt keinen, der so fresh reacted. Immer real, immer echt der Beste. Ey, wenn Sascha reagiert, bin ich ruckzuck da. Ey, wenn Sascha reagiert, Mann, dann guckst du's an. Also, was soll ich sagen, Freunde? Ihr stimmt ja immer ab, welches Video wir uns gönnen sollen. Und wir haben auch letztens schon bei ja, den Real-Life-Guys und Lifeline vorbeigesehen und sind da immer über seinen ja, Updates geschockt, beziehungsweise wünschen wir ihm ständig nur das Beste und hoffen, dass alles gut verläuft. Und jetzt ist ein neues Video online gegangen. Maden zerfressen meinen Körper, Gesundheitsupdates. An dieser Stelle gleich mal vorweg, muss ich echt sagen, höchsten Respekt hier, denn er zieht weiterhin mit Videos durch, verliert die Hoffnung nicht, ja, verliert einfach den Glauben und die Hoffnung nicht. Und da kann man nur sagen, wenn das jemand, ja, wenn das jemand so eine starke Hoffnung hat und da die Hoffnung nicht verliert, das hat einfach nur krassesten Respekt verdient. Und was da jetzt wieder los ist, also das letzte Update war ja schon echt heftig. Andere YouTuber zeigen das extrem groß. Er verpixelt sogar. Also er ist einfach so ein authentischer, netter Mensch. Und wir wünschen ihm jetzt nur das Beste und hoffen einfach, auch wenn der Videotitel jetzt nicht sehr vielversprechend ist, schauen wir jetzt mal rein und hoffen und wünschen ihm einfach das Beste. Und ja, wir schauen jetzt mal rein und lassen auf jeden Fall ganz viel Liebe da. Haltet euch fest. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder sehr emotional. Wir schauen rein. Hey Leute. Herzlich willkommen bei einem neuen Gesundheitsupdate. Und zwar wird es, glaube ich, heute das ekligste Gesundheitsupdate überhaupt. Aber ich muss es unbedingt aufnehmen, weil einfach so viele Gerüchte jetzt auch rumgegangen sind, wie es mir im Moment geht und es mir trotz der ganzen Sache, die passiert ist, relativ gut geht. Und zwar ist was richtig Ekelhaftes passiert. Wahrscheinlich ist eine Fliege gekommen und hat, während ich die Wunde offen hatte, Eier in die Wunde gelegt, dass da ganz, ganz, ganz viele Maden reingekommen sind und ganz viele Würmer. Das sieht so ekelhaft aus, wenn ich euch das Bild zeigen kann. Ich glaube, ich blende es trotzdem mal ein. Oh, was machen wir? Ja, da sind voll viele Maden drin, deswegen tut es so weh. Deswegen kommt da so viel Zeug raus. Also ich habe wirklich noch nie... Wisst ihr, was mir da sofort durch den Kopf schießt? Wie kann sowas... Wie kann man dann... Ich denke mir einfach so, wie kann jemand das zulassen, dass es jemandem so geht? Und dann noch so einen sympathischen Menschen. Das geht in meinen Kopf einfach nicht rein. Und dass er dann noch nicht die Hoffnung und die Glauben verliert, das ist halt echt, das hat höchste Bewunderung verdient. Also das hat höchste Bewunderung verdient. Und die Lebensfreude immer noch da ist. Könnt ihr euch vorstellen, das kann sich kein Mensch, auch ich nicht, ihr nicht, kein Mensch kann sich das vorstellen, wie es einem da geht, wenn man das an seinem eigenen Körper sieht. Nie sowas Ekelhaftes gesehen. Ich habe das gemerkt tatsächlich, weil ich einfach richtig, richtig schlimme Schmerzen gekriegt habe. Also ich habe noch nie so schlimme Schmerzen gekriegt und lag da und da ist so viel Zeug rausgekommen und es war so eine braune Flüssigkeit, dass ich echt Handtuch für Handtuch dahin gehalten habe und ich dachte, was ist da los? Und dann habe ich abends also den Verband abgemacht und habe da drunter geguckt und da ist einfach alles gekrabbelt von so kleinen Maden. Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ekelhaft das war. Vor allem, wenn man halt spürt, dass im eigenen Körper lauter Maden rumkrabbeln und du halt richtig spürst, wie die in dir drin sind. So. Ich war dann beim Arzt und die haben erstmal Hunderte, wirklich Hunderte von so langen Maden da überall rausgezogen und dann ein Mittel drauf gemacht. Und das Krasse war, dass ich so im Wartezimmer saß. Ich hatte obenrum nichts an und so einen riesigen Verband drüber. Und dann sind die ganzen Maden rechts und links aus dem Verband raus, weil das Mittel die dann ja rausgezogen hat. Alter, das war schon echt. Ah, war schon echt ein sehr, sehr interessantes Erlebnis. Ja, jetzt sind hoffentlich alle draußen. Also heute Morgen habe ich schon wieder voll wieder rausgeholt. Also halt tot. Wie er einfach noch lacht. Wie er einfach noch lacht. Und wir regen uns auf, weil, was weiß ich, dass der Tisch nicht perfekt oder sauber ist. Weil wegen tausend Kleinigkeiten, das gibt's doch nicht. Und er lacht immer noch. Bei so einem Gesundheitszustand. Also wenn man sich von jemandem was abschauen kann, dann von ihm. Aber die schwemmt der Körper da jetzt irgendwie raus. Also ja, die ganze Geschichte ist schon ziemlich bescheuert irgendwie. Aber das kommt wohl öfter vor. Also ich habe das auch nicht gewusst.
Habe da jetzt ehrlich gesagt auch nicht so drauf geachtet, dass da nicht mal kurz sich eine Fliege draufsetzt oder so. Die Wunde ist ja mittlerweile einfach auch riesig groß. Ja, ich bin trotzdem einfach mega froh, dass es mir soweit voll gut geht. Und ja, dass es das, dass das möglich ist, dass es ihm immer noch so gut geht, dass das möglich ist. Und das ist so eine Wunde. Wir draußen sind. Und ich habe vor allem wieder, habe ich euch ja jetzt eh immer schon erzählt, woher ich meine Hoffnung bekomme und woher ich meine Kraft bekomme in so Situationen. Und zwar war es tatsächlich so, dass ich diesmal die Hiobs-Geschichte gelesen habe. Falls ihr mein Buch gelesen habt, wisst ihr, dass das auch das erste Mal war, dass ich die Bibel aufgeschlagen habe, habe ich damals schon Hiob gelesen, bei meiner ersten Krebserkrankung. Das war doch irgendwie, wie Gott halt testet, ob der Glaube stark genug ist. Und deswegen, da war irgendwas, hat er ihm dann nicht seinen Sohn oder so genommen und dann, deswegen kommt das auch die Hiobs-Botschaft, sagt man ja heute noch. Aber ich kann auch komplett falsch liegen. Und ja, ich finde diese Geschichte sehr inspirierend. Und zwar geht es da um ein Gespräch zwischen Gott und dem Teufel. Also tatsächlich mit dem Teufel. Ja, das ist eine sehr interessante Geschichte, weil Gott eine Wette mit dem Teufel abschließt. Ich kann es euch sehr empfehlen, mal die Geschichte zu lesen. Und ich habe euch hier unten nochmal ein Video verlinkt, was so die ganze Geschichte ein bisschen zusammenfasst. Das finde ich voll gut. Also schaut da gerne mal vorbei. Und bevor ihr jetzt sagt, boah, was? Philipp glaubt an den Teufel, glaubt, dass es einen Teufel gibt. Ich finde es tatsächlich ganz interessant, weil ich mich ja auch mit vielen anderen Religionen beschäftigt habe. Und es ist voll spannend, dass es eigentlich in jeder Religion, in jeder Kultur gibt es immer den Teufel oder gibt es immer das Böse und das Gute, also zum Beispiel Yin und Yang oder gute Mächte, böse Mächte. Ja, oben und unten, kalt und warm, groß und klein. Ich glaube, es gibt so generell zu allen, ja, im Gegenteil, Antagonisten, würde man so schön sagen. Also, ihr wisst Bescheid mit der Muskulatur. Aber nee, also ich finde es auch krass, dass er immer noch so gut gelaunt sein kann und auch noch lachen kann, da die Hoffnung nicht verliert. Und jetzt bin ich gespannt, wo er die Kraft aber hernimmt. Das will ich jetzt wissen. Denn ja, jeder soll ja das glauben, was er möchte, ja, solange man halt niemanden anderen damit negativ beeinflusst. Und wenn es ihm Kraft gibt, super. Und ja, ich finde das Thema allgemein voll spannend, gerade nach dem letzten Video. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, aber wie man da ging es darum, ob so tatsächlich Situation in Deutschland Menschen und vor allem Kinder gefoltert werden. Da ging es auch ein bisschen über den Teufel, beziehungsweise Menschen, die in Deutschland hier auch den Teufel anbeten, also Satanismus. Ist voll das krasse Thema, aber wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, würde ich euch echt bitten, es anzugucken, weil es, glaube ich, echt ein Thema ist, was ein bisschen an die Öffentlichkeit kommen muss. Auf jeden Fall von dem Gesichtspunkt finde ich die Geschichte voll interessant, wie ja, der Teufel mit Gott redet. Und zwar irgendwann zu Gott kommt und sagt, okay, habt ihr Hiob gesehen? So, der lebt so ein gutes Leben und so und gibt dir immer die Ehre. Und dann sagt der Teufel so, das ist überhaupt nicht besonders, dass der so gut auf Gott zu sprechen ist, weil es ihm ja so gut geht. So, und das habe ich ja auch in meinem Leben erlebt. Also wenn es einem halt gut geht, dann klar, dann ist alles irgendwie easy, dann kann man schön von Gott erzählen und so weiter. Aber sobald es halt irgendwie eine Lebenskrise oder sowas gibt, dann ist es immer schwieriger, auch irgendwie hinterfragt man dann einfach ganz viele Sachen nochmal ganz neu. Und das war genau das Ziel vom Teufel, um ja, Hiob da so ein bisschen auf die Probe zu stellen. Und ich finde da irgendwie den Satz hier voll krass. Und zwar sagt Gott so, du hast mich ohne jeden Grund dazu überredet, ihn ins Unglück zu stürzen, aber er ist mir treu geblieben. Und dann sagt der Teufel, ein Mensch ist bereit, seinen ganzen Besitz aufzugeben, wenn er dafür seine Haut retten kann. Da sagte der Herr zum Satan, gut, ich gebe seinen Körper in deine Gewalt, aber sein Leben darfst du nicht antasten. Dann ging der Satan weg und ließ an Hiobs Körper eiternde Geschwüre ausbrechen. Von Kopf bis Fuß war er davon bedeckt. Und Hiob sagt dann später in Kapitel 7, mein Körper ist von Würmern und von dreckigen Das trifft er jetzt richtig krass zu. Stoff bedeckt. Meine Haut platzt auf und eitert. Und irgendwie erlebe ich das ja gerade ganz genauso. Also das ist echt so, meine ganze Wunde war so komplett mit Würmern bedeckt. Und ist so aufgeplatzt und hat so richtig krass einfach geeitert oder tut es auch immer noch. Also die Wunde sieht jetzt auch im Moment echt schlimm aus. Und mich hat es richtig krass inspiriert, dass dann sogar seine Frau zu ihm kommt und es kommen auch immer wieder zu mir Leute und sagen so, Philipp, wie kannst du immer noch an Gott glauben, wenn der dir sowas zumutet? Ja, und da kommt seine die Frage stelle ich mir auch. Frau sogar zu ihm und sagt, willst du Gott jetzt immer noch die Treue halten? Verfluche ihn doch und stirb. Finde ich voll heftig, weil ich erlebe es halt tatsächlich auch, dass Leute zu mir kommen und so sagen, Philipp, dir geht so schlecht und keine Ahnung, jetzt hast du auch noch einen Maden in der Wunde. Wenn es einen guten Gott gäbe, dann würde der das nicht zulassen, ja. Dann würde der es nicht zulassen, dass es dir so schlecht geht.
gerade weil ich an Gott glaube und weil ich natürlich auch ein Leben versuche zu leben, was ihm irgendwie gefällt. Und ich finde es halt irgendwie voll krass, dass man, glaube ich, gar nicht so weiß, was hinter den Kulissen halt abgeht, glaube ich, wie bei Hiob ja auch, wo die ganzen Freunde kamen und gesagt haben, ja, Hiob, du hast irgendwie Sünde im Leben oder was auch immer, wo dann die Frau sogar gekommen ist und gesagt hat, ja, sag doch Gott ab und stirb einfach. Und Hiob antwortet einfach, du redest daher wie jemand, der Gott nicht ernst nimmt. Wenn Gott uns etwas Gutes schickt, nehmen wir es doch gerne an. Warum sollten wir dann nicht auch das Böse aus seiner Hand annehmen? Trotz aller Schmerzen versündigte sich Hiob nicht. Er sagte kein Wort gegen Gott. Und das finde ich irgendwie so krass, also dass Hiob einfach darauf vertraut hat, dass Gott das in der Hand hat. Echt eine krasse Ansicht. Hat und dass Gott ihm nicht mehr zumutet, so als er ertragen kann. Und das erlebe ich halt auch echt bei mir im Leben. Also so krass, dass gerade, wo ich jetzt auch dann im Bett lag und das alles da rausgekommen ist und es mir so schlecht irgendwie ging, dass ich dann oft so, also auch Gottes Gegenwart einfach so krass spüre, dass er irgendwie da ist. Oder irgendwelche ermutigenden Geschichten zum Beispiel lese. Ah, ist das krass. Und dass ich einfach merke, so, ich glaube schon, dass es vielleicht jemanden gibt, irgendwie den Teufel, der was irgendwie gegen uns hat, dass der Teufel halt nichts Gutes mit uns will. Und Gott ist aber genau das Gegenteil. Und am Ende gewinnt Gott immer. Und das ist, glaube ich, das Schöne. Und das ist halt auch meine Hoffnung, dass Jesus echt am Ende gewinnt. Und das Schöne bei der Hiobs-Geschichte ist, der letzte Satz, Hiob lebte nach seiner Erprobung noch 140 Jahre. Und Gott hat ihm alles zurückgegeben, also noch viel mehr sogar, als er vorher hatte. Er starb in einem sehr hohen Alter nach einem reichen und erfüllten Leben. Das kann, das kann man ihm auf jeden Fall auch wünschen. Das kann man ihm auf jeden Fall auch wünschen. Und ich sag's euch, wie es ist, wenn da jemand Hoffnung draus schöpft, dann ist das, für ihn persönlich eine super Geschichte. Eine super Geschichte. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht, wie es bei mir weitergeht, weil ich auch irgendwie immer mehr Atemnot bekomme, ja, weil... Ich meine, die Ärzte, wenn die Wunde sehen, die sagen mir ganz klar, so Philipp, das ist nur noch eine Frage von, keine Ahnung, die halten sich, wie gesagt, mittlerweile mit Prognosen zurück, aber sagen echt, ey, da ist nicht mehr viel Lebenszeit übrig. Aber trotzdem weiß ich so, dass Gott das voll in der Hand hat und vor allem habe ich halt die Hoffnung, und ich glaube, die gleiche Hoffnung hat Hiob auch gehabt, auf ein ewiges Leben nach dem Tod, dass es da einfach weitergeht und ich glaube, dass das halt, also, dass es mir auch so eine Entspanntheit irgendwie gibt, so egal, ob es hier auf der Erde weitergeht oder ob... also auf jeden Fall, wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, dann werden wir dich auf jeden Fall oben antreffen, also davon bin ich fest überzeugt. Allein diese authentische Art und Ausstrahlung, es ist einfach geisteskrank, also so ein sympathischer Mensch. Ja, bei Jesus bin, dass es Leben in jedem Fall lebenswert ist, solange ich noch hier bin und auch danach, dass ich einfach da so eine Hoffnung auf eine Ewigkeit habe. Und ich meine, jeder wird irgendwann sterben. Ich glaube trotzdem irgendwie, dass Gott mit mir noch ein bisschen was vorhat. Von daher bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Und werde euch hier auch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Also lasst gerne ein Abo da und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr zu diesem ganzen Thema denkt. Was ihr zu der Hiobs-Geschichte denkt. Lasst jetzt nicht nur ein Abo da. Und schaut euch gerne die Links in der Beschreibung an. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann. Lasst jetzt nicht nur ein Abo für den Ehrenmann da. Schaut bei ihm vorbei und sprengt den Daumen nach oben. Und sprengt hier alles mit Herzen. Ich will hier Herzen sehen. Sascha Arme, ich rufe euch auf. Ballert die gesamten Kommentarbox voll mit Herzen und wünscht ihm bitte nur das Beste. Denn wenn man sich das anschaut, das hat er sich auf jeden Fall verdient. Wow, was für ein emotionales Video mal wieder. Das geht halt einem extrem nah. Das geht einem extrem nah. Vielen Dank fürs Zuschauen. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen.